Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Jessie. Und die gute Jessie schreibt uns natürlich auch eine schöne E-Mail. Ich fasse sie so ein bisschen für euch zusammen, weil die etwas länger ist. Aber die wichtigsten Sachen lese ich euch jetzt mal vor. Hey ho Dundee. Dundeeland ist quasi fertig. Zu 95% von mir, Bauzeit circa 50 Stunden, da ich vieles aus meinen anderen Parks übernommen habe. Alle Objekte über 50 bis 100 Teile sind original Jessica-Style. Lediglich Kleinkram, zum Beispiel Heizpilz etc. aus dem Workshop. Da fehlt jüngst einfach die Zeit, um dort auch noch kreativ zu werden. Der Zoo beinhaltet lediglich einen Eingangsbereich, ein Zentrum, ein Affenhaus, einen Bärensee, ein Raubkatzenhaus und jüngst einen Afrika-Bereich. Du wirst dich nicht verlaufen. Und dann hast du so eine kleine Wegbeschreibung für mich gemacht. Die lese ich jetzt mal nicht vor, das werden wir dann gleich alles gemeinsam versuchen, so gut wie es geht abzulaufen. Und dann schreibt sie noch, ich konzentriere mich mittlerweile auf kleine Parks. Deshalb kommt hier auch nicht viel mehr dazu. Momentan arbeite ich noch an Details, insbesondere im Raubkatzenhaus und eben Klein Sambesi. Klein Sambesi ist auch so ein Bereich, den hat sie von auch in der kurzen Wegbeschreibung da beschrieben, dass es den gibt. Und das ist noch so ein kleiner Testbereich und nur damit ihr Bescheid wisst, was damit gemeint ist. Eventuell kommen noch Schildkröten oder Pfaue in den Eingangsbereich. Ich kann keine Flamingos mehr sehen. Der Beer Lake ist nur per Zug, Boot zu besichtigen. Musst du selber entscheiden, ob du das machen möchtest. Ebenso wie Nachtbesichtigung. Da ist bisher wenig passiert, denn das Alaska-Biom ist nachts trotzdem relativ hell. Die Safari-Fahrt ist auch problematisch. Die Tiere blockieren gerne mal die Fahrstrecke. Der Zoo soll realistisch wirken, deshalb gibt es auch keine Spielerei mehr wie in Jumanji mit freilaufenden Bären, begehbaren Löwengehegen und so weiter. So, dir und den Zuschauern, aber jetzt viel Spaß im Park und ich hoffe, du genießt es. Liebe Grüße aus Erlangen, deine treue Unterstützerin, Jessie. Vielen Dank, liebe Jessie, fürs Einsenden von deinem neuen Zoo. Ich bin schon mega gespannt und ich würde sagen, wir besichtigen jetzt gemeinsam das Dundeeland. Und damit sind wir schon angekommen im Dandyland und wir starten, so wie es aussieht, hier unterirdisch. Auch eine coole Idee, hatten wir glaube ich so noch nie, dass jemand den Eingangsbereich unter die Erde verlegt hat. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet hinter der Tür, aber ich würde sagen, wir finden es einfach mal gemeinsam heraus. Oh, okay. Ein Zug. Wir sind hier direkt bei dem ersten Bahnhof angekommen, so wie es aussieht. Was steht denn da? Dandyland Tours. Oh, cool. Ist mir übrigens eine Ehre, dass du dein Zoo nach mir benannt hast. Weil ich weiß ja, Jessie, du bist eine sehr gute Bauerin. Jessie ist übrigens die, die auch Jumanji Wildlife eingereicht hatte. Also ich erwarte hier viel. Der Druck ist hoch. Nee, Quatsch. Ich freue mich schon auf dein Zoo. Ah, okay, ich verstehe. Da, wo wir herkommen, das ist sozusagen eine U-Bahn-Linie. Wenn ich das hier mit dem U richtig interpretiere. Und diese führt zum Flughafen. Linie 2. Wie hast du das denn hier gemacht mit der Schrift? Dass die einfach so auf der Wand ist. Hast du hier so ein Schild in die Wand platziert oder wie? Hm. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Zoo News. Was haben wir denn hier? Bruno ist da. Ah, hier ist das auch. Okay. Ich glaube, ihr braucht es doch nicht in die Kommentare schreiben. Hier sieht man das nämlich. Hier ist einfach so ein Schild unterplatziert. Und die Schrift scheint dann da trotzdem durchzugucken. Das ist ja ein cooler Trick. Wieder was dazugelernt. Eine süße Idee übrigens. So eine Zoo News hier hinzupacken. Finde ich nicht schlecht. So, was haben wir hier? U-Bahn, okay. Ah, ich war richtig mit der U-Bahn. Das ist schon mal gut zu wissen. Ob wir die Zugtour hier gleich machen sollten oder nicht, das weiß ich nicht. Ich finde, die brauchen immer so lange teilweise, die Züge. Beziehungsweise da, wo es interessant ist, fahren sie dann immer so schnell vorbei. Und ja, falls wir nachher noch Zeit haben, machen wir die Zugfahrt auf jeden Fall. Jetzt erstmal erkunden wir das Ganze so. U-Bahn-Linie 2. Dieser Ticketautomat, den habe ich ja schon öfter gesehen. Der ist, glaube ich, aus dem Workshop. Aber hast du sehr schön gestaltet hier. Innenstadt, Hauptbahnhof. Ah, nochmal zur News. Nachwuchs bei Ying und Yang. Oh, das finde ich eine mega coole Idee. So, wir schauen hier nochmal rein. Oh. Vielleicht fahren wir die Zugfahrt nachher noch, weiß ich jetzt noch nicht sicher. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal in dein Zoo. Oh, hier geht's hoch. Das sind Rolltreppen. Oh mein Gott, coole Idee. Auch alles so aus einzelnen Teilen zusammengebaut hier. Hier sieht man das richtig. Das sieht mega gut aus. Schade, dass das nicht funktioniert. Das ist wirklich schade. Aber ich glaube, Rolltreppen hattest du auch schon mal im Jumanji Wildlife, wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen jetzt einfach mal hoch, würde ich sagen. Mal schauen, wo wir jetzt hier ankommen. Ich habe mir übrigens die
hier so eine Liste geschrieben, wo wir lang gehen sollen. Mal gucken, ob ich das so hinbekomme. Nach dem Zentrum rechts ist der erste Plan. Ich denke mal, wir sind hier im Zentrum jetzt angekommen, oder? Dandyland Info Point. Oh, sehr schön gemacht. Auch überall Musik. Das gefällt mir sowieso. Oh, das sieht ja interessant aus. Cool. Was für eine coole Idee für so einen... Wie nennt man das denn? Blumentopf? Kann man das hier noch Topf nennen? Ich glaube nicht, aber sehr cool. So ein sehr moderner Baustil, aber... Oh, das ist so eine Drehtür. Oh, das ganze Gebäude ist, glaube ich, in so einem modernen Baustil. Das ist ja interessant. Also da sind wir jetzt gerade hergekommen. Ist auch so Telefon und sowas. Wow, krass. Hier kann man dann auch auf Toilette gehen. Damen und Herren. Auch sehr cool, sowas braucht man ja immer. Und ich denke mal, das ist jetzt das Zentrum. Das heißt, wir gehen jetzt hier rechts raus. Durch die Drehtür. Die dreht sich logischerweise leider auch nicht. Aber ich finde die Idee trotzdem cool. Wo sind wir denn jetzt? Also, nach rechts zum Bärensee sollen wir als erstes gehen. Ach, da vorne ist das Center. Okay, never mind. Hier ist das Zentrum. Center Dandyland. Oh, wie schön. Hier ist auch Wasser, Vogelgezwitscher, ganz viele Blumen. Das ist ja cool hier. Mit diesen Barrieren in verschiedenen Höhen. Na gut, hier hast du nicht ausgeschmückt. Aber muss ja auch nicht, ne? Aus Besucherperspektive sieht man das ja nicht. Finde ich aber eine coole Idee. Mit diesen Barrieren und dann da Blumen zwischenzupacken. Sehr cool, schön. So, hier geht's dann lang. Oh, da hinten, das sieht ja auch schon wieder super interessant aus, die Felsformation. Werden wir uns nachher auch noch von oben anschauen. Das hatten wir, glaube ich, bei dir aber auch schon mal gesehen, diese spitz zulaufenden Felsen im Himalaya oder so war das, glaube ich, damals. Das war auch sehr cool. Da freue ich mich schon drauf. Ist aber sehr schön gestaltet hier. Hier sind nochmal diese Rolltreppen. Oh, hier sind sogar Fahrstühle. Für Leute mit Rollstuhl, dass die hier auch hochkommen. Das finde ich cool, dass du daran gedacht hast. Da oben steht, glaube ich, sogar ein Rollstuhl drin. Komme ich hier irgendwie hoch? Bin ich hier, ne? Ja. Mal kurz reingucken. Ja, hier ist sogar ein Rollstuhl drin. Oh mein Gott, der ist halt auch aus sonst wie vielen einzelnen Teilen gebaut. Ja, wie hast du das denn mit den Rädern gemacht? Ach, das sind Fahrräder, die in den Boden versenkt sind. Seht ihr das hier? Hier geht es noch weiter nach oben. Ja, wie cool. Hast du das selbst gebaut oder ist das aus dem Workshop? Weil das wäre für mich so ein typisches Teil, was man sich aus dem Workshop holt. Finde ich auch nicht schlimm, wenn man das macht. Oh, das sieht ja auch süß aus hier mit den Blumen. Ja, richtig schön gemacht bis jetzt. Hier ist auch eine tolle Atmosphäre. Plätscherndes Wasser, diese Vögel, das Gezwitscher. Das sieht auch echt schön hier aus. Richtig süße Idee. Mit diesem ganzen Springbrunnen. Mega cool. Das sieht ja auch cool aus. Was ist das denn hier? Wie hast du das denn gemacht? Oha. Ist alles so richtig... Wie nennt man denn diesen Baustil? Das ist auf jeden Fall alles so modern. Mega cool aus. Da hinten geht es auch noch irgendwo rein. Weiß nicht, was das... Ist das das... Ach, hier sind wir rausgekommen, aus diesem kleinen Gebäude. Okay, krass. Irgendwie sah das größer aus von innen. Wahrscheinlich, weil die Hälfte davon unterirdisch ist. Was sind das da hinten? Ich höre schon Elefanten. Ich glaube, hier hinter sind Elefanten. Und hier oben kann man rein, so wie es aussieht. Cool. Wir gehen aber hier nochmal zurück. Denk mal, dann kommen wir einfach hier wieder rein, ne? Oha. Sorry, wenn es ab und zu mal leckt. Ist halt Planet Zoo. Aber die FPS sind noch relativ gut. Bin ich sehr glücklich drüber. Okay, cool. Gehen wir mal hoch, damit wir auch hier vorankommen. Ich schaue mich aber natürlich hier um. Hier kann man nämlich auch überall langlaufen. Okay, das ist ja mega cool. Das ist eine Brücke hier. Das Gebäude hier sieht auch abgespaced aus, hier im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt, richtig? Weil das ist so sehr getarnt in dem Schnee im Hintergrund. Und hier auch die Brücke, oder was das ist. Oha, okay. Auch das Gebäude, oh mein Gott, das sieht auch mega cool aus. Also der Baustil ist richtig toll. Der ist aber sehr schwierig, glaube ich, weil du richtig viel mit so Abrundungen und so gearbeitet hast. Und das vernünftig hinzubekommen, das ist, glaube ich, eine Menge Arbeit. Nicht schlecht. Schauen wir uns nachher auch noch alles von oben an, dann kann man die Gebäude eh besser sehen. So, was steht denn hier? Defekte Rolltreppen bei Frontier bedanken. Okay. Enter Dandyland. Hier sind nochmal Infostände, da unten kann man Geld holen. Hier kann man rein und was essen. War auch eine coole Idee hier. Ganz tolle Deko-Elemente, die du hier eingebaut hast.
Du meintest, ich werde mich nicht verlaufen. Ich werde mich 100 pro verlaufen. Raubkatzenhaus, Affenhaus, Affenhaus. Hä? Wieso zweimal Affenhaus? Ich bin jetzt schon verwirrt. Beer Lake. Da sollen wir gleich hin als erstes. Aber ja, erkunden jetzt erstmal hier das Center-Gebäude. Gehen mal hier die Rolltreppen hoch. Ah, hier ist so ein Shop in der Ecke. Auch eine coole Idee. Ausverkauft. Und das ist dann sozusagen die Kasse. Cool. Wie schön die Aussicht hier ist aus dem Fenster. Sieht so krass aus mit den Felsen da. Cool. So. Das mag ich auch richtig gerne. Das ist so eine tolle Idee. Ich werde den Zoo übrigens, also ich habe die Erlaubnis, den hochzuladen, dass ihr den alle mal testen könnt. Werde ich also alles in die Videobeschreibung packen. Ha, da ist eine Lücke. Okay, ich glaube, das ist auch schwer zu realisieren, das Glas hier runterzubauen. Finde ich aber auch nicht schlimm, so eine kleine Lücke da drin. Kommt ein bisschen frische Luft hier rein. Hier ist auch nochmal so ein Deko-Shop. Echt süß gemacht. Ja, wie cool diese ganzen Gebäude aussehen. Allein schon die Dächer und so. Und diese ganzen Brücken dazu. Überall diese Wasser-Deko-Elemente. Oh, da kommt der Zug. Boah, das ist auch eine coole Brücke hier. Mit den Ketten. Und da im Hintergrund sieht man schon das nächste Gebäude, was diesen modernen Baustil hat. Ist halt alles immer so richtig schön ergonomisch, nennt man das so? Ja, ich glaube schon. So geschwungen. Sieht mega cool aus, ist aber, glaube ich, echt schwer zu bauen. Hier ist auch nochmal so eine Glasscheibe. Hier sieht man dann auch den Zug durch. Cool. So, wo geht's denn hier lang? Da sind nochmal ein paar Essensläden. Kann ja nie schaden. Und hier ist wahrscheinlich dann der Hauptbahnhof, ne? Gehe ich mal von aus. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Also ich glaube, wenn wir die Bahnfahrt nachher noch machen sollten, das wird ganz schön lange dauern. Geht wahrscheinlich durch den gesamten Zoo. Auch cooles Deko-Element hier. Diese ganzen kleinen Wasser-Springbrunnen-Sachen und so, die gefallen mir richtig gut. So, wir gehen jetzt Richtung Beer Lake. Da gehen wir jetzt hin. Das ist unser erstes Ziel. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Gebäude ist, ob ich das jetzt verpasst habe. Ich glaube, das ist ein Mitarbeitergebäude. Guck mal, hier sind diese... Oh, du hast selbst die Mitarbeitergebäude in so einem coolen Stil gebaut. Cool. Gehen wir mal über diese abgespacede Brücke jetzt. Wir sind auf jeden Fall schon mal schöne Sounds. Viel Wassergeplätscher, dann diese Tropensounds oder was ist es im Hintergrund. Sowas mag ich immer richtig gerne. Kommt immer so eine richtig schöne Stimmung auf. Und erstmal schön FPS-Einbrüche. Auch eine sehr schöne Bepflanzung hier. Geht's hier hin? Ach, das sind Mitarbeiterbereiche. Können wir da mal reingehen? Ja, kommt. Oh, hier ist sogar auch alles ausgeschmückt. Sogar so ein Elektrokasten hier gebaut. Oh mein Gott. Hier kommt übrigens das Wassergeplätscher her. Okay, du hast dir so viel Mühe gegeben, das ist echt krass. Allein schon, wie du diese Wiese hier gestaltet hast mit den ganzen Pflanzen und so. Mega cool. So, was haben wir hier? Zoo-Management. Gehen wir mal rein durch die Drehtür. Futterraum, Tierbedarf, Lounge. Sieht halt auch so cool hier aus. Ist hier sogar Spinde. Also wirklich, Hammer. Respekt, dass du dir noch die Zeit genommen hast und sogar die ganzen Mitarbeitergebäude und sowas ausgeschmückt hast. Richtig cool. Gefällt mir. Sogar hier stehen noch Deko-Elemente. Die sind halt so ja, wie nennt man das denn? Sind das hier so Stromkästen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Ja, cool. Finde ich toll, dass du dir so eine Mühe gibst. So, gehen wir mal weiter. Auch eine schöne Idee, den Weg hier so abzustecken. Wie fährt denn der Zug rüber? Auch sehr interessanter Zaun hier. Beer Lake. Okay, ich darf mich nicht verlaufen. Ich würde jetzt gerne hier reingehen, weil das so interessant aussieht. Mega schöner Eingangsbereich. Also sieht richtig cool aus, auch mit diesem Nebel. Ach, da gehen wir aber gleich erst rein, Leute. Wir müssen nämlich jetzt erstmal... Jetzt sieht man das ganz gut. Und hier direkt unterstehen. Finde ich cool. Oh, hier ist schon die nächste Brücke. Die ist auch wieder total interessant. Wieder in einem kompletten anderen Baustil. Ich glaube, hier ist gerade der Zug auch lang gefahren, ne? Ich glaube schon. So, wo geht's denn hier hin? Rote Fackeln? Kann das Feuer einfärben davon? Das wusste ich auch noch nicht. Was haben wir denn hier?
Eine Infotafel mit Bären. Sind das Grizzlies? Ne, Isabel Bär, okay. Ach, hier können die dann schlafen. Ach, wie süß. Hier ist der Schlafplatz. Und man kann da sozusagen den Bären beim Schlafen zuschauen. Cool, gehen wir mal hier hoch. Hier ist nämlich auch noch was Cooles. Auch eine coole Tür. Also du hast halt gefühlt alles selber gebaut. Mega nice. Hier ist dann nochmal so eine schöne Viewing Gallery mit ein paar Snacks und ein paar Getränken. Oh, wie schön. Und da kann man dann die Bären beim Planschen angucken. Ganze Bärenfamilie. Papa, Mama und die beiden Kinder. Das andere versteckt sich da gerade. Wow. Und hier fährt dann auch die Bootstour lang. Schön leise diese idyllische Musik im Hintergrund. Gucken wir einmal hier durch. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Das ist schon echt cool. Dann mit diesen mega coolen Klippen im Hintergrund. Hier dieses moderne Gebäude wie mit so einem geschwungenen Dach. Das ist echt krass, der Zoo bis jetzt. Richtig cool. Wir gehen mal weiter. Wir wollen jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Ihr könnt euch den Zoo ja auch runterladen und selbst ausprobieren. Dann könnt ihr die Sachen euch nochmal ein bisschen genauer angucken. Tierbedarf. Also diese modernen Gebäude, die sehen so cool aus. Ich will gar nicht wissen, wie anstrengend das ist, so ein leicht abgerundetes Dach zu machen. Weil das ist halt, so eine ganz leichte Rundung drin. Sieht man kaum. Lounge. Dann können die Mitarbeiter ein bisschen chillen. Gut, das sind ja so Fertiggebäude. Ah, finde ich echt cool, dass du auch die Mitarbeitersachen so mega schön eingebaut hast. Und jeder Bordstein ist abgesteckt hier. Und auch immer in einem anderen Stil. Hier rechts so braun, hier links mit Felsen. Alles schön bepflanzt. Das sieht schon echt toll aus. Und hier geht's dann wohin? Weiß es gar nicht. Ist das hier ein Bahnhof? Nee, ich glaube, das ist schon diese Bootsfahrt, ne? Cool, das ist. Das Gebäude ist einfach komplett über Wasser. Das ist echt mega. Und da unten ist auch wieder hier plätscherndes Wasser für die Atmosphäre. Cool. Das sieht ja auch so cool aus, dieses Dach und dieser Bootsfahrt. Ja, diese Grafikfehler sind leider ein bisschen schade. Aber die dürft ihr nicht beachten, Leute. Die kommen leider, wenn man mit den Schneesachen so ein bisschen baut. Bin ich auch nicht der Einzige, der diese Grafikfehler hat. Habe ich schon öfter gelesen. Hätte es aber voll cool, dass das ganze Haus sozusagen über Wasser ist. Finde ich mega nice, die Idee. Diese ganzen Deko-Elemente, die Liebe zum Detail. Überall mal runter gucken. Ne, finde ich mega cool. Wollen wir mal die Bootstour machen, Leute? Ich weiß jetzt nicht, wie lange die dauert. Die sieht schon sehr schön aus. Wir können ja mal eben auf das Boot hier rausspringen, wenn wir das schaffen. Ja, perfekt. Machen wir das doch mal gleich. Guck mal, da sitzen dann die Bären. Das ist so schön. Auch so schön gestaltet hier alles. Boah, hier sind ja richtig viele Bären. Hier sind ja sogar Pandas. Sind das denn einzelne Gehege oder können die darüber? Frage, ne? Denk mal nicht, dass die... Hier sind ja auch die Pandas ausgeschildert. Also ich glaube, das sind wirklich einzelne Gehege, die du gebaut hast. Können wir gleich mal schauen. Das würde mich mal interessieren. Aber richtig cool gestaltet. Hier hinter fährt auch der Zug dann lang. Hier ist noch Wasser und diese coolen Klippen im Hintergrund. Das ist ja mega schön. Dann noch ein bisschen Schnee. Springen wir mal ein paar Boote vor. Dauert das nicht ganz so lang? Bin ich jetzt zurückgesprungen? Nee, ich bin vorgesprungen. Okay. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Hier wären dann jetzt mit dem Schnee gewesen. Oh, da hinten sind auch noch Bären. Die will ich eigentlich nochmal eben sehen. Okay, jetzt bin ich an der Kurve hier. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht durcheinander gekommen. Hier haben wir nämlich die nächsten Bären. Das sind jetzt die taiwanischen Schwarzbären. Müssten das sein? Hier haben wir auch einen schönen Wasserfall. Bisschen Wasser. Wo sie planschen können. Auch eine sehr interessante Klettergegend. Die Zugfahrt ist auch cool. Die fährt hier überall durch die Klippen durch. Mega nice. Sieht schon echt toll aus alles, ne? Da oben waren wir gerade drin. Ist das nicht cool? Was mich mal kurz interessiert... Wir schauen mal ganz... Oh, jetzt sind wir ganz am Eingang. Macht ja nichts. Schauen wir mal eben von oben uns die Gebäude und so an.
Also das ist der Eingangsbereich. Hier sind wir rausgekommen. Das ist das Hauptgebäude, das Center. Center Dandyland. Schau dir das mal an, wie cool das aussieht. Oh, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen unrealistisch hier ist. Das muss ich jetzt mal eben kurz anmerken. Also ich glaube, das bräuchte noch die ein oder andere Stütze hier. Weil es sieht ein bisschen krass hier aus. Also ich glaube, wenn du hier noch so eine Stütze hinbaust, das wäre ein bisschen realistischer. Wenn man das mal von oben so betrachtet. Das sieht schon cool aus, ne? Das ist schon eine coole Form. Dieses abgerundete. Mega cooler Baustil, den du hast. So, gehen wir mal weiter. In welche Richtung sind wir gerade gegangen? Hier rechts, ne? Hier geht es gleich zu den Primaten. Genau. Und hier waren wir vorhin. Okay. Das hier ist diese Aussichtsplattform. Das hier ist das Mitarbeitergebäude. Da ist sogar nochmal so ein Deko-Element obendrauf. Es sieht halt so cool aus. Zoom-Management. Das ist auch nochmal eine interessante Brücke. Hier hinten ist auch nochmal... Oh mein Gott, guckt euch das Gebäude einfach mal an. Wie cool ist dieses Dach bitte? Und diese gesamte Form von dem Gebäude. Es sieht ja so cool aus. Oh mein Gott, das muss so anstrengend gewesen sein, das zu bauen. Oh, da gehen wir gleich auch noch rein. Das sieht ja so cool und interessant aus. Freue ich mich schon drauf. Hier hinten haben wir nochmal so ein Gebäude. Zoo Management. Können wir auch nochmal eben jetzt die Berge angucken. Sieht auch so nice aus, ne? Super spannend. Wow. Wirklich mega cool. Und da kommt der Zug gerade raus. Ah, wie cool ist das denn? Also ich glaube, die Zugfahrt lohnt sich. Aber vielleicht mache ich die nicht in diesem Video und dann könnt ihr die selber einfach machen, wenn ich das für euch hochlade. Es ist schon schön gestaltet hier an den Klippen entlang. Dann mal fährt man hier so durch Tunnel. Man fährt sogar schön langsam, guck mal. Da kann man das wirklich gut beobachten. Ich werde jetzt hier auch gar nicht alle Details zeigen können, wahrscheinlich in diesem Video. Ich frage mich gerade echt, ob die Gehege jetzt hier alle abgegrenzt sind. Ich denke aber schon. Ja, tatsächlich, okay. Oh, ich muss mal wieder einen Bären anklicken, sonst geht das nicht. So, jetzt seht ihr das. Das ist nämlich das erste Gehege. Klicken wir mal auf den nächsten Bären. Wir haben hier das Gehege. Hier das Gehege. Das ist halt echt cool. Das ist wirklich richtig cool. Weil ich finde, man hat so ein bisschen dieses Feeling, dass es gar nicht einzelne Gehege sind. Ich hatte gerade, als ich da lang gefahren bin, das Feeling, dass es einfach ein großer See ist und eine so eine natürliche Landschaft, wo einfach diese ganzen Bären leben. Also das hast du so gut gemacht mit den Gehegebegrenzungen, dass man da gar nicht das Gefühl hat, dass die Bären in Gefangenschaft leben. Das hast du richtig gut umgesetzt. Ich weiß gar nicht, wie du das hier vorne gemacht hast. Hast du hier irgendwie einen Zaun oder so reingebaut? Oder? Ich habe keine Ahnung, weil normalerweise würden das so Sträucher die nicht aufhalten. Da muss ja irgendwas sein, was die Bären aufhält. Weil die schwimmen ja auch gern. Das Wasser hält die auch nicht auf. Hast du mega cool gemacht. Das ist jetzt hier der Bear Lake. Der Bärensee. Richtig toll. Hier hinten wäre auch nochmal so eine Beobachtungsgalerie. Könnten wir auch nochmal kurz reinfliegen. Man auch nochmal wirklich eine schöne Sicht, ne? Ah, das ist schon toll. Wollen wir uns hier mal kurz den Mitarbeiter schnappen? Und dann weiter. So, perfekt. Oh, nee, ist alles richtig. Ticket Cam. Du hast sogar die Pfleger benannt. Pfleger Grizzly stand da. Hallo. Na, du Kleiner. So, wir machen jetzt hier vorne weiter. Würde ich sagen. Gehen wir nochmal ganz kurz hier rein. Und dann können wir nochmal diese wunderschöne Sicht die Bären sehen. Ah, das ist so toll. Es ist wirklich wunderschön. Es ist wunderschön. So, dann geht's weiter. Wir müssen jetzt zu den Eisbären. Das ist diese Arena, die wir vorhin von oben gesehen haben. Oh, hier ist sogar so ein Grillplatz. Mit einem selbstgebauten Grill. Wie cool. So ein Kugelgrill. So, wie kommen wir denn jetzt darüber? Wir müssen zu dieser Arena da hinten. Oh, die Bepflanzung hier ist auch mega. Cool aus. So. Okay, hier gehen wir lang. Unter der Brücke durch. Und jetzt geht es in dieses wirklich interessante Gebäude. Die Eisbärenarena. So hast du es genannt. Auch durch eine Drehtür. Und direkt schöne Musik, schöne Atmosphäre, Eiszapfen. Alles in Schneelandschaft, ein schönes Infoschild. Auch sehr süß gemacht. Oh, guck mal. Na, willst du raus, Kleiner? Oh, ist das süß.
Man kann hier direkt die Eisbären dann beim Schlafen beobachten. Oh, der Kleine. Ich glaube, der sieht mich gar nicht, ne? Nee. Ist alles abgedunkelt. Er sieht mega aus. Auch die schöne Kombination hier aus diesen normalen und diesen Schneefelsen. Und dann diese Eiszapfen immer. Cool. Gehen wir mal hier hoch. Das ist schon nice. Schade, dass man immer nur so schnell oder so langsam laufen kann. Ich bräuchte so eine Zwischenstufe, das wäre perfekt. Okay. Kann man dann auch runtergucken. In das Gehege. Ich gehe hier mal durch. Oh, hier kann ich gar nicht durchs Glas gucken. Macht ja nichts. Ich wollte eigentlich da so... Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass ich da einmal durchglitsche durch das Glas. Hier ist nochmal eine schöne Infotafel. Und hier geht es dann auch nochmal höher. Hier kann man dann auch nochmal gucken. Oh, wie cool. Oh mein Gott, das ist awesome. Da können die dann oben planschen, die Bären. Mega cool, dass du hier wirklich dieses Gebäude so... ein Gebäude gebaut hast, wo das alles drin ist. Hier ist auch dieses runde, coole Dach. Alles aus Glas. Hammer. Kann man dann sogar nochmal Geld einwerfen und nochmal durch die Dinger gucken. Die Bären nochmal von ganz nah sehen. Hier kann man halt auch einmal komplett drumherum laufen. Mega cool. Und hier unten kannst du halt auch langlaufen. Also die Leute haben hier auf jeden Fall genug Platz, um die Bären in aller Ruhe zu beobachten. Was ist das denn hier für ein Gebäude? Damen, Herren. Ah, hier gibt es nochmal so ein paar Snacks und so. Cool. Kann man sich dann nochmal was zu essen holen. Auch nochmal wieder schön so ein Wasserdeko-Element hier eingebaut für plätschernd Wasser. Und ein bisschen Bewegung. Oh, hier kann man die Bären richtig nah sehen beim Schwimmen. Stellt euch mal vor, ihr könnt hier einfach euren Hamburger oder so essen. Und dann dabei Eisbären beobachten. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist Hammer, wirklich. So, cool. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Ich habe echt Angst, dass ich irgendwo vorbeigehe und irgendwas nicht sehe. Nee, ich glaube, ich habe nichts verpasst. Alles cool. Wir haben die Arena gesehen. Mega coole Arena. Richtig tolles Gebäude. Richtig coole Idee. So. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Rückweg. Steht auf der Liste. Das heißt, wir gehen wieder Richtung Center. Und dann soll ich gleich zu den Primaten gehen. Das haben wir gerade auch schon gesehen. Sah ja auch sehr einladend aus. Jetzt geht's ins Affenhaus. Mit diesem wundervollen Primateneingang. Primatenbereicheingang. Richtig cool aus. Wow. Da gehen wir jetzt rein. Nicht mich wegdrücken, Leute. So. Raubtierhaus, Zentrum, Beer Lake. Wir gehen zum Affenhaus. Und diese blöden Grafikfehler, ne? Ja, auch interessant, so eine schräge Wand. So, gehen wir mal hier hin. Auch richtig schön gestaltet hier alles. Ganze Landschaft. Auch wieder ein sehr schönes Deko-Element hier. Oh mein Gott, hier ist immer so ein Platz, wo man hin kann. Okay, das ist echt mega cool. Kann man nochmal auf Toilette gehen. Und dann auch nochmal ein paar Snacks. Sind die Bänke hier eingebaut? Von den Leuten. Tatsächlich, du hast selbst die Bänke hier nochmal ausgeschmückt, dass die anders aussehen. Okay, das ist echt krass. So viel Liebe zum Detail. Oh, was ist das denn wieder für ein cooler Springbrunnen? Hier sind sogar Koi-Karpfen drin. Wie cool. Selbstgebaute Koi-Karpfen. Wenn Planet Zoo schon keine Fische für uns hat, ne? Machst du sie einfach selber. Ist ja mega cool. Koi-Karpfen sind tolle Fische. Ja, richtig cool. So viele tolle Deko-Ideen. Okay, geht's raus. Aber wir gehen natürlich jetzt rein ins Primatengebäude. Auch wieder ein riesiges Haus. Mit Wasser, mit Sounds, bisschen Musik im Hintergrund. Ah, das ist schon schön. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier jetzt? Das Affenhaus wurde erstellt von Jessica für den Spielerheim Community Zoo 2020. www.spielerheim.de
Ich weiß nicht, was es ist, aber machen wir einfach mal Werbung dafür. Okay, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber auch sehr interessant aus, ja? Das Ganze. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Hier hinten fährt wieder ganz gemütlich der Zug lang. Okay, das ist mega cool gestaltet hier mit dem ganzen Wasser, den Wasserfällen und dann hier diese Deko-Sachen. Da hinten chillen dann die Affen. Auch wieder mega interessant hier, so einen eigenen Blumentopf zu basteln. Was? Das sind Gorillas hier. Ah, okay, du hast das hier mit Wasser abgegrenzt, weil Affen gehen ja nicht über Wasser rüber. Hier vorne sind, glaube ich, Bonobos oder so, ne? Oder Schimpansen? Ne, Bonobos. Was machen die denn da? Hm. Da sind dann die Gorillas. Im Hintergrund sieht man immer noch den Zug. Cool, das ist. Okay, hier geht's dann durch. Sind auch nochmal so Drehtore, oder was sind das hier? Auf jeden Fall irgendwelche Tore. Da kann man dann reingehen. Hier kann man die dann nochmal beobachten, die Tiere. Ah, hier ist ein begehbares Gehege. Kann man auch durch. Da oben ist ein Mandrill. Ah, und da unten sind dann auch Waris. Wahrscheinlich auch Katas, gehe ich mal von aus. Die sind ja meistens gemixt im Gehegen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Hier gibt es so viele interessante Sachen. Können die hier hoch, die Affen? Können die auf den Weg drauf? Oh mein Gott, ist das cool. Das ganze Ding hier ist ein begehbares Gehege, so wie es aussieht. Die können sogar hier hochklettern. Das ist ja mega nice. Okay, und hier geht's dann nochmal raus. Hier kann man dann nochmal die Gorillas sehen. Auch alles richtig schön gestaltet hier, die ganzen Klettermöglichkeiten. Cool. Ah, hier hinten geht's auch nochmal in den Außenbereich. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Erstmal. Oh, das ist sogar so Exit-Schilder. Okay, krass, wie macht man sowas denn? Ist das auch hier aus einzelnen Teilen zusammengebaut? Ich glaube schon. Sieht zumindest so aus. Heftig, okay. So, geht's hier links nochmal lang. Da gibt's nochmal ein paar Erfrischungsmöglichkeiten. Und hier auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch nochmal ein paar Affen. Ah, okay. Seid ihr denn, Äffchen? Oh, der Zug fährt hier sogar durch. Hier hinten lang. Oh mein Gott, das ist ja mega cool gemacht. Der fährt hier hinten durch die Felsen durch. Und da unten sind dann die... Oh, wie heißen sie denn nochmal? Orang-Utans, genau, natürlich. Oh ne, Orang-Utans. Name ist mir gerade irgendwie nicht eingefallen. Die Klettersachen hier sehen auch super interessant aus. Ich glaube, du hast hier teilweise einfach Bäume genommen und die umgedreht. Das sind, glaube ich, die Wurzeln von den Bäumen, ne? Coole Idee. Wasser im Hintergrund, das ist schon alles sehr idyllisch. Oh, da unten kann man auch noch hin, so wie es aussieht. Na, wir gehen gleich da auch nochmal rein in das begehbare Gehege. Okay, hier kommen wir jetzt runter. Gehen wir mal jetzt hier runter. Quiet, please. Okay. Hier gehen wir einfach mal rein. Jetzt sind wir in dem Bari-Gehege, so wie es aussieht. Und hier können wir dann auch nochmal die anderen Affen von hier unten beobachten. Auch eine sehr interessante Brücke da oben. Cool. Frag mich gerade, wartet mal Leute, können die Mandrills jetzt auch hier hin, wo ich bin? Oder sind die hier in der Mitte im Gehege? Und hier, wo ich jetzt laufe, also das ist ja ein begehbares Gehege, wo ich gerade drin bin. Hier sind auf jeden Fall Waris drin und Katas wahrscheinlich, ne? Genau. Ich glaube aber, Waris und Katas mischt man nicht mit Mandrills. Deswegen denke ich mal, dass die Mandrills wirklich hier oben drauf nur sind. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, die sind nämlich hier drin. Ah, okay. Weil ich glaube, bei denen sollte man auch kein begehbares Gehege machen. Ich meine, guckt euch mal die Zähne an. Ich glaube, wenn die einen Menschen beißen, dann ist ganz schön aua. Da finde ich eine mega coole Idee. Dass du hier noch so ein schönes Gehege in die Mitte gebaut hast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier geht es dann auch nochmal raus. Hier ist dann der Bahnhof vom Primatenbereich. Mega schön hier auch mit dem Springbrunnen. Und der ganzen Deko hier mit den Blumen.
Und Musik, juhu. Oh, hier ist auch wieder so ein kleines Detail, so ein Wasserspender oder was ist das? Ja, hier ist auch so eine Trinkflasche zu sehen. Gehen wir mal in den Bahnhof rein. Sehr schön gestaltet, wirklich. Na, guck mal. Da sitzen sie beide mit ihren Löwenhüten. Ich will auch so einen Hut. Die haben alle so einen coolen Hut. Ja, mega cool, wirklich. Ich könnte mich stundenlang aufhalten, aber wir müssen natürlich weiter. Jetzt geht es nämlich wieder zurück Richtung Zentrum und dann geht es zum Raubtierhaus. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Wir gehen jetzt hier wieder zurück durch das Affenhaus. Im Sauseschritt, ihr kennt es ja. So, perfekt. So. Exit. Hier geht's jetzt lang. Also diese Begrenzung hier finde ich auch super interessant. Das ist einfach so eine schräge Mauer gebaut. Das ist das Zentrumsgebäude, ne? Das Hauptgebäude, glaube ich. Ja, ich glaube schon. So, hier geht's raus. Auch wieder sehr atmosphärisch. Und jetzt geht's ins Raubtierhaus. Raubkatzenhaus. Ich höre Elefanten die ganze Zeit. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Oh, VIP Dundee Only. Da sehe ich mich ja. Little Zambezi Testgelände. Das müssen wir uns auch gleich noch angucken. Aber wir gehen jetzt erst ins Raubkatzenhaus. Oh, auch wieder ein sehr interessanter Eingangsbereich hier. Mega cool. Mit diesen ganzen Abrundungen. Ist das hier eine Brücke? Ich glaube, das ist eine Brücke hier. Ja, tatsächlich. Hier fährt der Zug durch. Cool. Oh, auch wieder Wasser. Ja, wie süß. Das ist ja auch cool. Hier so Flamingos selber gebaut. Boah, sieht das alles toll aus. Das ist wirklich wunderschön. Gott, jetzt sind... Ah, das ist das... Oh mein Gott, das ist ja auch so ein cooles Gebäude hier, ne? Das habe ich vorhin schon vom Weiten gesehen. Müssen wir uns gleich unbedingt von oben angucken. Guckt euch das mal an, wie groß das ist. Und das ist einfach auch komplett abgerundet. Ich glaube, das ist richtig schwer. Guckt euch mal, das ist alles aus Einzelteilen hier gebaut. Das ist so krass. Oh mein Gott, ey. Das schauen wir uns gleich auf jeden Fall von oben nochmal ein bisschen genauer an. Wir sind jetzt hier im Raubtierhaus. Oh, wie süß. Gleich hier meine Lieblingsraubkatzen, die ich noch nie in echt gesehen habe. Schneeleoparden. Schnoleoparden. Jetzt springt er. Und... Ah, nicht geklappt. Schafft er das, oder... Scheitert er immer kläglich. Komm schon, jetzt mach. Für die Fans. Schaffst das? Hm. Ein Versuch geben wir ihm noch, Leute, komm. Wow. Okay, er kann zaubern. Er kann zaubern. Ein paar Stunden. Alle Richtung Galerie. Essens trinken. Und das ist echt toll, dass du überall auch diese Wassersachen und so eingebaut hast. Mega. Hier kann man dann auch nochmal sitzen. In Ruhe essen und dann dabei die Katzen beobachten. Das ist ja cool. Oh Gott, hier haben wir schon Tiger. Königstiger, schätze ich, von der Größe her. Ja. Mega cool. Kann man hier echt gut beobachten. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Es gibt so viel zu entdecken hier. Alles so interessant. Auch wieder tolle Deko hier. Du hast so viel mit Wasser gearbeitet. Das finde ich mega toll. Oh, guck mal, Geparden. Und da oben Löwe. Ey, was ist das denn für ein cooles Bild? Dass hier der Löwe über allen thronen kann, über allen Katzen. Und hier unten sind dann die Geparden. Es ist halt so cool. Der Löwe macht gerade richtig auf König der Löwe da oben. König der Löwen. Hammer, wirklich. Hammer gut gebaut. Da hinten kann man auch noch langlaufen, so wie es aussieht. Okay, krass. Wo geht's hier hin? Das ist wieder Schneeleoparden. Verlauf mich ja sogar in diesen Gebäuden, ey. Das ist echt heftig. Okay, ich glaube, das ist hier alles Schneeleoparden, ne? Diese Seite? Ja. Im relativ großes Gebäude. Okay, hier kommen wir her. Jetzt gehen wir mal hier rechts lang. Wobei, hier bin ich vorhin auch schon gewesen, aber wir gehen mal dann geradeaus weiter. Nämlich hier nach oben.
Das ist Mitarbeiterbereich und hier ist wieder Rolltreppen nach oben. Und hier können wir dann die Tiger nochmal von oben sehen, von der anderen Seite. Cool. Ach, da sind die Löwen. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ich war aber gerade mega das perfekte Bild, so wie der Löwe da im Hintergrund da hochgeklettert ist. Vom ausgerechnet hier das Männchen, ne? Richtig einen auf König gemacht. Simba. Das Gebäude. Das ist so cool. Das schauen wir uns gleich unbedingt an. Ja, hier kann man dann auch nochmal komplett drumherum laufen. Die Tiere schön in Ruhe begutachten. Ja, hier gibt es so viele Details. Ich glaube, ich müsste hier wirklich eine 10-Stunden-Folge machen. Alle Richtungen. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ach, jetzt sollen wir auf das Testgelände. Das gucken wir uns also auch mal an. Ja, wir gucken uns natürlich gleich alles hier nochmal ein bisschen genauer von oben an. Und erkunden wir es nochmal. Wie geht's denn jetzt hier raus? Ich sag dir, ich habe mich verlaufen. Muss ich jetzt hier nochmal wieder zurück? Galerie. Ja, Galerie war das, wo ich jetzt gerade war, glaube ich, ne? Wir gehen mal hier zurück. Ich glaube, dann kommen wir wieder raus und in alle Richtungen. Hä? Nee. Okay, die Schilder verwirren mich. Aber wie komme ich hier raus? Wo ist der Ausgang? Okay, der Ausgang ist hier. Ich habe mich nicht verlaufen. Jetzt gehen wir gleich zu dem Zambezi-Testgelände. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da finden. Also das war jetzt das Raubkatzenhaus. Zentrum. VIP Dundee Only. Da gehen wir jetzt hin. Sieht so schön hier alles aus, ne? So viel Liebe zum Detail. Okay, hier ist sogar Mitarbeiterweg. Dann gehen wir mal hier rüber. Oh, der schwebt auch noch, der Weg, aber das macht ja nichts. Jetzt ja alles so ein Testgelände. Oh, jetzt könnt ihr das Gebäude nochmal sehen, so ein bisschen. Mega cool. Ich finde ja, so interessante Gebäude zu gestalten und bauen, ist super schwierig, aber das kannst du so gut. Okay. Ah, hier ist auch ein Bauernhof. Ein Bauernbahnhof. Zambezi Express, okay. Auch eine sehr schöne Bahnhofsstation hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wie schön. Dieses Heart of Africa, das kenne ich ja von dir auch schon. Das hast du auch schon mal benutzt. So ein tolles Eingangsschild. Das ist jetzt Zambezi. Das ist ja eine coole Idee hier. Mit dem Wasser, wie das hier runter plätschert. Wow. Und mal ganz viele Infoschilder. Oh. Wie cool ist das Bild denn jetzt hier? Elefanten, Zebras, Giraffen. Da im Hintergrund sitzt noch ein Strauß. Cool. Mega toll, der Ausblick hier. Ist auch wieder voll das interessante Gebäude, so, ne? Ah, hier geht's auch noch hoch. Oha. Hier geht's steil hoch. Ah, und dann kann man hier nochmal runter gucken auf die Tiere. Da sieht man ein Tier. Ein Strauß. Jetzt können wir mal dem Vogel auf den Kopf. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber das, was fiese Vögel auch immer mit uns machen. So. Cool. Jetzt müssen wir uns auch gleich mal von außen angucken, was für Formen sind. Ist aber mega nice. Man kann hier immer hochgehen und auch von unten gucken. Ist das hier alles ein großes Gehege, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Ah. Wir hatten gerade mega viel Glück, dass die alle auf einem Haufen standen, die Tiere. Hier gibt es halt richtig viele Afrika-Tiere so. Schaut mal, Gabelböcke. Ah ne, Spießböcke sind das. Spießböcke, Strauße. Das ist schon cool. Was sind das für ein Gebäude hier? Oh mein Gott, okay. Krass. Auch eine sehr interessante Form. Kann man da nochmal ganz hoch gehen? Oh, bin ich jetzt? Okay, so kann man auch nach oben gehen. Hier kann man dann immer so schön runtergucken noch. Leider verstecken sich die Tiere gerade alle so ein bisschen. Aber im Hintergrund sieht man jetzt auch nochmal diese wunderschönen Berge. Das ist das toll. Ja, mega cool, dieser Bereich hier, den du noch eingebaut hast. Ist das hier wieder eine andere Seite? Ja, ich glaube schon. Nochmal eine andere Seite wieder. Ich glaube, gibt es drei solche Dinger, wo man hochgehen kann, ne? Eins, zwei und diesen hier, wo ich stehe. Cool. Auch eine richtig coole Idee für eine Beobachtungsgalerie. Uhalala. Cool. Das hat Spaß gemacht. Ich
glaube, hier gibt es eine Tour. Kann das sein? Ja, hier gibt es so eine Fahrt. Wollen wir die Fahrt nochmal eben machen? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das mit der Fahrt wird nichts. Ich habe gerade mal geguckt, wo die alle sind. Die sind alle hier im Stau. Die Tiere blockieren das hier so ein bisschen. Ich glaube, dann fliegen wir die Fahrt einfach mal ab. Aber es ist cool, dass das hier nochmal durch dieses Gehege so eine schöne Fahrt führt. Mit den ganzen Tieren hier. Das ist ja mega cool. Ich zeige euch das Ganze gleich auch mal von oben. Also die Fahrt geht dann einmal hier wirklich quer durch das ganze Gehege. Und sogar hier vorne über eine schöne Brücke nochmal. Das ist wirklich schön. Und hier hinten nochmal rum. Guckt euch das mal von oben an. Das sind hier diese drei Beobachtungsdinger, wo man gucken kann. Und hier ist das, diese Eingangshalle. Sieht auch mega cool aus hier von den Felsen her, ne? Richtig coole Felsarbeit hier gemacht. Also wirklich Hammer. Richtig heftiger Zoo. Das könnte der beste Zoo sein, den wir je besichtigt haben. Ist auf jeden Fall einer der besten. Definitiv. Also richtig cool. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich liebe den Stil, wie du Gebäude baust. Also richtig cooler Gebäudebaustil. Ist aber auch mega schwierig, glaube ich. Sieht halt auch alles so cool aus. Können wir uns nochmal diese ganzen coolen Gebäude angucken. Allein schon diese Brücken. Wie abgespaced die aussehen. Würde ich nie auf die Idee kommen. Also ich weiß gar nicht. Das ist so schwer umzusetzen, glaube ich. Diese ganzen abgerundeten Sachen. Das ist halt echt nicht so einfach. Jetzt schaut euch mal dieses Gebäude an. Ich will nicht wissen, wie lange du daran gesessen hast. Allein schon diese Außenwände mit diesen abgerundeten Teilen. Ist schon krass, ne? Riesiger Dom ist es einfach. Wirklich Hammer. Was haben wir denn noch nicht gesehen? Das hier ist das Raubtierhaus, ne? Das haben wir auch noch nicht von oben angeguckt. Auch mega interessant aussieht das Dach, ne? Nicht schlecht. Mega cool. Also wirklich. Das ist auch richtig cool, das Gebäude. Ich würde sagen, wir machen nochmal ganz kurz Nacht. Schauen uns das Ganze an. Und ansonsten würde ich fast sagen, ich lade das Ganze natürlich für euch hoch. Ist alles in der Videobeschreibung. Wow, wie cool das aussieht. Das ist ja cool beleuchtet hier. Das Ganze natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne selber nochmal erkunden und ausprobieren. Weil es gibt hier sicherlich noch viele, viele Dinge zu entdecken. Es ist ein richtig krasser, cooler Zoo. Vielen Dank, Jesse, dass du dir die Mühe gemacht hast. Und das Ganze auch nach mir benannt hast. Fühle ich mich wirklich geehrt. Das sieht schon wirklich cool aus. Nehmen wir das Heart of Africa. Ist ja auch cool beleuchtet. Ja, Leute. Ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich von euch. Probiert den Zoo selber aus. Falls ihr auch mal einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, dann tut das gerne. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu auch alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.